Die Geschichte unseres Podcasts Brooks Vermächtnis ist abgeschlossen. Beginnt bei Staffel 1, Episode 1, um das gesamte, wahnwitzige und spannende Abenteuer rund um den Journalisten Charles, die abenteuerlustige Amber, den treuen Boxer Ray, die fingerfertige Diebin Adelia und den technikverliebten Brückenbauer Werner zu erleben, die sich im Kampf gegen eine mächtige Bruderschaft auf die Suche nach sagenhaften Schätzen auf der ganzen Welt begeben. Am 23.04. machen wir einen großen Abschieds-Livestream, in dem wir uns an die vergangenen 4 Jahre zurückerinnern, eure Fragen beantworten und in die Zukunft unseres Formats blicken. Wenn ihr dabei sein wollt, abonniert am besten schon einmal unseren YouTube-Kanal. Bis dahin versorgen wir euch fleißig mit Epilogen und Rückblick-Episoden, in denen wir die Ergebnisse von Staffel 2 noch einmal aufrollen. Alle Informationen findet ihr auf www.brooks-vermächtnis.de. Brooks Vermächtnis. Die Epiloge. Epilog Nummer 1. Berichte aus dem Eis. Es ist ein verregneter Nachmittag im grauen London. Zu dieser Jahreszeit wirkt es fast so, als würde hier nie Tag werden, und die beleuchteten Fenster der Wohnhäuser tauchen die nebligen Gassen in ein unheimliches Licht, was die Bürger der Stadt nicht davon abhält, weiter ihrem eifrigen Treiben nachzugehen. Ein Postbote hält vor einem kleinen, unscheinbaren Haus und ein gut gelaunter, dicklicher Mann öffnet die Tür. Die Laterne des Postboten wirkt schon fast etwas grell und er hält ein kleines Kupferschild, das neben der Tür steht. Darauf steht: Privatdetektei Bumblebee. Adelia, Adelia, ich hab einen Brief für dich. Klopf, klopf, klopf. Ja, komm rein, was gibt's? Der Postbote hat hier gerade was für dich abgegeben, so ein... Ein ziemlich dickes Päckchen. Da scheint noch was anderes drin zu sein. Es kommt vom Nordpol. Wen kennst du denn, der am Nordpol wohnt? Hä? Nordpol? Ich kenne niemanden, der am Nordpol wohnt. Hast du dran ein gehört, Papa? Ein MacArm hat da drauf geschrieben. Gehört? Nee. Ach, okay. Ja, ich dachte, vielleicht ist das eine Bombe drin. Wenn man schüttelt, man klirrt weiß das ja so nicht. Ein bisschen. Als wäre da mit Glas drin oder so. Nee, wenn das von Werner ist, dann lieber nicht schütteln, Daddy. Also... Wir machen das jetzt einfach ganz behutsam auf, ja? Ja. Aber ich freue mich ja, dass ich was höre von denen. So, und dann mache ich so ganz behutsam das Päckchen auf und sage so, Post von der Antigua, Post von der Antigua. Und freue mich so und klatsche so in die Hände. Und dann mache ich das auf und finde dort drin 2 stümperhaft eingepackte Geschenke. Wer hat das denn eingepackt? Ich glaube, Werner und sein Arm, sag ich mal. mit Segeltuch umwickelt und halt einen Brief. Ich lese mal vor. Kannst du auch suchen. Hallo, liebe Adelia. Hier ist alles super. Wir kommen gerade von einer U-Boot-Spritztour mit dem Olaf. Und da haben wir auf jeden Fall den Greifarm schön weiterentwickelt. Du wärst erstaunt, wie präzise man damit nun fischen kann. Ja, also Olaf und ich sind allgemein jetzt Tauchbuddies geworden. Seit wir in Atlantis waren, haben wir eine gewisse Begeisterung für die Unterwasserwelt entwickelt. Und da machen wir jetzt oft mal so Spritztouren. Und ja, neulich haben wir sogar Orcas gesehen. Das war ganz außergewöhnlich. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir jetzt weiter im Norden sind. Also wir sind hier überall so von Eis umgeben. Ganz schön kalt ist das hier. Aber ja, zum Glück hat Amber ja auch mich und ich habe die Antigua schön winterfest gemacht. Wir haben einen Wal erlegt und dann habe ich überall den Waltran zwischengeschmiert. Und naja, meine Maschinen sind manchmal eingefroren. Das war ein bisschen nervig, aber naja, was soll man machen? Dafür konnte ich die Zeit sehr gut nutzen, um meinen Abschusshaken zu verbessern. Und der fliegt jetzt viel, viel weiter. Und Amber hat das auch total begeistert. Und da ist sie neulich auf so einen ganz hohen Felsen geklettert, so durch so eine Höhle durch. Und dann war sie da oben und dann wollte sie die Stabilität meiner neuen Leine testen. Und dann habe ich den abgeschossen und dann ist sie runtergerutscht. Das war gut. Naja, auf jeden Fall habe ich die natürlich auch oft an
an dich gedacht und da habe ich ein paar Ideen entwickelt und da dachte ich, vielleicht können die dir helfen, auch auf deinen jetzt neuen Abenteuern. Und schau mal hier, das erste ist eine Weiterentwicklung von einem Vergrößerungsglas. Ich nenne es ein Verkleinerungsglas. Und damit bekommst du, wenn du Fälle bearbeitest, Abstand zu den Dingen und kannst sie mit der nötigen Distanz begutachten und das bringt hoffentlich etwas Ordnung in eure Fälle und hilft euch, die Verknüpfung zu erkennen. Naja, und hier ist noch ein kleines Fläschchen. Da drin ist eine Mixtur. Die habe ich neulich durch Zufall entdeckt, durch einen alten Mix aus Motoröl und Eisbärenkot. Ja, also damit betäubst du jeden, der sofort davon nur eine kleine Nase nimmt. Und da musst du nie körperliche Gewalt anwenden, weil das magst du ja auch nicht so. Das passt doch, oder? Genau. Du musst allerdings aufpassen, wer dieses Fläschchen in die Finger bekommt. Denn neulich habe ich es hier rumliegen lassen auf meiner Werkbank. Und dann hat der gute Belfonks es gefunden und dann hat er das getestet am alten Alistair. Ja, nur gut, der ist dann aus den Latschen gekippt. Das war schon ein bisschen witzig, aber erzähl das lieber keinem weiter. Ja, ich denke, dieses Rebellische, das hat er sich von Charles abgeguckt. Naja, ist schon okay. Aber ansonsten ist auch alles super mit dem kleinen Belfonks. Er hilft mir hier ab und zu mit meinen Maschinen und macht sich wirklich prächtig, prächtig. Na gut. Also ich muss jetzt auch weiter die nächste Maschine warten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und vielleicht kommen wir euch ja auch mal besuchen in London auf euren ganzen Abenteuern. Und ich habe auch gehört, sie bauen den Big Ben jetzt wieder neu auf. Noch ein bisschen größer, noch ein bisschen beeindruckender. Das finde ich sehr gut. Vorher war ja nun auch etwas wackelig. Liebe Grüße von der Antigua, dein Werner. Oh, das war aber ein schöner Brief. Nett mal wieder von denen zu hören. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch total. Und bin ganz gespannt, wie das jetzt aussieht, wenn ich das jetzt hier auspacke, was er mir geschickt hat. Und ich mache diese zwei Päckchen auf. Und in dem einen ist eben dieses Fläschchen drin und in dem anderen... Das Fläschchen sieht aber interessant aus. Das, vielleicht sollten wir mal probieren, Nein, Daddy, nicht. Das ist das okay. Betäubungsmittel. Bist du wahnsinnig? Ja, wie du meinst. Ich dachte, ich wollte das mal aus... Bin nur neugierig. Dann mache ich noch das zweite auf und da ist halt dieses Ding drin, was Werner ein Verkleinerungsglas nennt. Und ich denke, ich sag so, ich nehme das so hoch und halte das so gegens Licht und so und denke laut, Verkleinerungsglas. Was für eine merkwürdige Erfindung. Aber mal sehen, wofür ich das noch einsetzen kann.